Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Satisfactory bei diesem schönen Ausblick. Wahnsinn, das schaut richtig, richtig schön aus. Sogar mit Nordlichtern, seht ihr das? Schön, schön. Ja, wir haben ja bei den letzten Malen hier den Weltraumlift gebaut und unsere Fabrik ein bisschen überarbeitet. Und beim letzten Mal dieses kleine Fabrikfahrzeug gehalten. Hui! Das Ding ist halt echt ui, übelst brutal. Aber halt nicht für Offroad-Gelände gedacht, wie man hier schon sehen kann. Da fährt das nicht absolut schrecklich. Und lässt sich auch absolut nicht steuern. Wow. Deswegen zurück wieder schön auf unsere Oberfläche rein hier. Wir haben ja auch solche Durchführungen jetzt, die gedacht sind für Förderbänder. Ich habe eher gedacht, das sind Fenster. Das sind keine Fenster, das sind Förderbänder-Durchführungen. Wir produzieren hier auch währenddessen schon Motoren. Hier oben die beschichteten Platten und hier diese intelligente Beschichtung. Haben wir jetzt aber für Phase 2 zum Abschließen ein weird fuck shit auf Zeug bekommen. Und ja, deswegen müssen wir wieder... Wait, wo kommst du her? Welcome to Fixmas, an official Fixit seasonal event, brought to you by official Fixit Fun Engineers. Fixmas is based on a seasonal holiday popular in several cultures and religions, often seen as a winter holiday because no one actually cares about Australasia. The event is vetted to be 100% pioneer-appropriate fun and is not obligatory. Fixmas enables many new distracting activities focused on building the giant Fixmas tree. These activities involve the MAM, the Fixmas calendar, and those abominations falling from the sky. There is more, but I don't care. In the interest of us all, I will tell you that Fixmas has caused stress, lack of focus, general despair, and physical injury to many pioneers. Ist das eine Schneekanone? It is the worst scoring event ever created by Fixit, and has gotten backlash for its blatant cultural inappropriateness. So when you inevitably change your mind and decide to disable this event, you will have chosen humanity and kittens and puppies, you will have chosen truth and empathy, you will have made me proud. What? The fuck? Merry Fissen... Fissmas. Okay. Erhalte einen Hinweis, was? Bitte gebe eine Zahl ein. Eins? LOL! Bitte was? This data cartridge contains the Fixmas MAM tree setup and will need to be fed into the MAM database to unlock its first two branches. If this seems convoluted and or boring, and you wish to quit the event, I will understand. Haben wir heute den ersten? Ja, wir haben heute den ersten 12. Deswegen geht es. Oh mein Gott. Oh Gott, ich sehe da schon die 2. Da die 15, 19... Die 9, die 25... Nee, das ist die 2 und die 5... Nee. Ist das die 25? Weihnachten geht nur bis 24, Leute. 23, 5... Oh mein Gott, wir haben jetzt jede Woche richtig viel zu tun. Holy shit. Das muss ins MAM gefüttert werden. Warte mal, MAM warst du hier, ne? Fixmas, hier. Oh mein Gott. What? The purpose of Fixmas is to build and decorate a giant Fixmas tree with style. The Fixmas category has been added to your build menu. Gifts are the basic resource from which many other festive parts are made. Like Fixmas branches, which can be crafted in the constructor. In an effort to make this event meet the bare minimum efficiency quotas, I have disabled the ability to craft these resources by hand. Trust me, that glitter got everywhere. You're welcome. Ey, frech! Ich wollte es händisch machen, Mensch! Ich will meinen Weihnachtsbaum! Produktion, was kostet... Nee, Rezept auswählen.
Achso, warte mal, du bist ein Modulator. Ich muss an euch. Frech ist das. Das ist einfach nur frech. Fixmesszweig unterscheidet sich von einem Produktionszweig. Kosten ein Geschenk. Hä? Und wo kriege ich das eine Geschenk her? Warte mal, aber wo kriege ich jetzt die Geschenke? Hä? Lol. Es gibt halt jetzt echt Geschenke, ich glaube, ich bin. Plus 20 Fixmas-Geschenke. Congratulations, you have found your first Fixmas gift package, which is, naturally, full of gifts, the basic part necessary for most Fixmas seasonal event activities. Don't forget to check the calendar or the man to see what you can do with these gifts. Or do forget, I don't care. Nee, nee, das vergesse ich jetzt nicht. Lass mich rauf! Spawn die jetzt über die komplette Map? Holy shitemroni. Und damit kann ich jetzt dann die Zweige machen. Holy shit, okay. Es ist offiziell Weihnachtszeit in Satisfactory. Und ich will meinen Weihnachtsbaum. Not worth the effort. Der Sprecher im Hintergrund ist nicht zufrieden, dass wir Weihnachten zelebrieren wollen. Mir wurscht. Ich will meine Geschenke. Stopp. Not worth the effort. Sagst du das mir jetzt jedes Mal, damit ich aufhöre? Ich sagte, das ist unfunktional. Andere war da oben. Scheiß auf, wir holen jetzt erstmal die da. Wir müssen ja eh erstmal ein paar Zweigchen bauen. Meins? Yes, yes, well done. Wie kann man so uninspiriert sein? Ich kontrolliere gerade nur, ob die Smelter noch schnell genug laufen. Scheint aber so. Wir müssen ja schauen, dass unsere Produktion dementsprechend hält, aber es scheint jetzt gerade relativ ausbalanciert, lustigerweise zu sein. Interesting. Sehr, sehr interesting. Wir werden aber jetzt gleich mal hier draußen noch so einen komischen Produktion-Fixmiss. Hier! Den bauen wir sowas von, ich sag's euch. Heute ist Weihnachtsfolge Nummer 1. Ah, hier ist der Kohle. Apropos, wir haben ja letztes Mal die Kohlegeneratoren gekriegt. Habe ich schon wieder total vergessen. Wir können jetzt dann Kohle machen. Ich habe gerade was ganz anderes im Kopf. Konstrukteur. Nein. Konstrukteur drehen. Den schließen wir schnell hier an. Seid ihr nicht in Weihnachtsstimmung? Zehn pro Minute. Bedeutet, wir brauchen 10 Minuten, bis wir einen machen können. Fütter ich dich noch? Mit was hatte ich dem eigentlich zuletzt gefüttert? I don't know. Hier kriegst du ein bisschen Bauxit, kriegst ein bisschen was davon. Alles, was ich nicht mehr brauche, schmeiße ich mir jetzt einfach zum Fressen vor. Fertig, aus. Schauen wir mal, wie viele Punkte es jetzt dann dafür gibt.
Ich habe irgendwie das Gefühl, er darf die nicht fressen. Das geht. Also es scheint so, als ob er die Pilze nicht fressen darf. Good to know. Ist denn noch was verändert worden? Sieht man eigentlich dann, wenn man das Türchen geöffnet hat? Nee, leider nicht. Das wäre noch cool, wenn das sichtbar wäre. Die Pilze. Ist hier weihnachtlich eingerichtet? Hier ist die Keksepackung. Was auch immer zur Hölle das für komische Orangen sind. Ist ja echt alles weihnachtlich. Das Nut Flush. Fluid Dynamic for Pioneers, okay. Neu extending zu Fortuna 3. Probieren wir doch nochmal. Vielleicht bin ich ja diesmal ein bisschen besser. Oder auch nicht. Goddammit. Das war nicht der Plan. Senden. Don't stress me. Ah. Dafür braucht man Ruhe und Geduld und die habe ich in diesem Spiel nicht. Ruhe. Wenn ihr mir die richtigen Teile gebt, wäre das viel einfacher. Damit. Ah, so knapp. Wollen wir es nochmal probieren? Wir probieren nochmal. Nochmal probieren. So, okay. Wir machen das diesmal mehr taktisch. So. Der will mir auf den Sack gehen. Senden. Schau, wir machen das jetzt ganz simpel. So, dich. Dich hier in die Mitte. So, senden. Das war ziemlich dumm. Das muss ich aber jetzt so akzeptieren. Das müssen wir senden, oder fahren wir nichts mehr. Da passt das perfekt. Gut. Dafür habe ich aber gerade nichts, leider. Da passt du perfekt rein und senden. Versuchen wir mal, keine Ahnung, dich hier irgendwie zu platzieren. Gott, jetzt habe ich das wieder verbaut. Ja, ist gut. Ganz ruhig jetzt. Ich kann ja nichts dafür, wenn ihr so komische Puzzle baut, Mensch. Ah, senden. Ich habe schon wieder verbaut. Hey, 1091. Immerhin zwei. Oh, drei Sterne. Schick. Cool. Nein, bin ich zufrieden mit.
Da haben wir ein Level diesmal durchgeschafft. Schick, 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 schick. Gut, zurück zum Thema. Missionsarbeit. Ne, hier, drüben. Ich hätte gern das hier. Es gibt mir eine LKW-Station und einen Schlepper. Ich kenne mich zwar nur noch damit aus, und hier gibt es eine Gießerei, die dann wahrscheinlich das ganze Stahlbahnzeug und halt diese Stahlträger und alles mögliche produzieren kann. Hier kriege ich einen neuen Handausrüstungsplatz, was natürlich mega geil ist, und den Stern Bio-Bescher. Obwohl, vielleicht sollte man den zuerst machen, ne? Mach mal den zuerst. Weil wir haben hier oben noch eine Production. Da sind schon wieder Pilze drin. Frisst er Bauxit? Ja, Bauxit frisst er. So, wie schaut's aus mit den Punkten, die er gefressen hat? 3 Coupons bis jetzt. Nicht so viel, wie ich erwartet hätte. Wait! Da fallen ja dauernd... Hier fallen ja dauernd Geschenke vom Himmel. Das hört ja gar nicht auf. Oh mein Gott, die Beschenkung des Jahres. Wir brauchen hier trotzdem wie viel? 600. Gut, dann 1500 von dem anderen Zeugs. Wir holen uns gleich jetzt... Wir holen jetzt auch schnell das Geschenk da oben. Eine Sekunde bitte, aber da oben gibt's Geschenke. Geschenke. We need Geschenke. Alter, dieser Schimmel ist der Wahnsinn. A baby could have found this. Mir wurscht, das Baby hätte es sich nicht geholt. Das ist unser Freund wieder. Es gibt ja so viele Geschenke. This is ridiculous. Ich kann nichts dafür, dass ihr die hier platziert. Die Frage ist, wie komme ich da hoch? Wo endest du? Mein, du hast ja... Oh mein Gott, du hast ja ganz kleine Öhrchen. Ja, hi! Und du hast ein Glöckchen. Wird das Spiel verrückt? Eventuell... das wäre beinahe schief gelaufen. Ich habe da oben nicht in der Ecke was gesehen. Ich will nach da drüben kommen. Ohne Kante. Yes. A baby could have found this. Ist mir komplett wurscht. Dann fällt schon wieder eins. Ich finde es gerade irgendwie mega lustig. Also ich finde es echt lustig. Vor allem ist das ein mega cooles kleines Asset zu dem Spiel.
Vor allem nachdem ich Red One angeschaut habe im Kino. Ist es noch viel lustiger. So. Gib mir die Geschenke. Yes. Das funktioniert nicht. Ich habe es immer noch nicht verstanden, wie ich mich überall teilweise raufpacken kann. Das ist aber auch nicht mein Problem, aber wenn es funktioniert, funktioniert es. So schaut das. Aber das ist ein ganz anderer Rohstoff, oder? Nee, ist ganz normaler Stein. Stinknormaler Kalkstein. Fällt schon wieder was vom Himmel? Ich müsste ja noch zu dem da oben hin. Meins? Ich komme ja bestimmt hier irgendwie drauf. Ey! Das war unfair. Voll zum Geschenk. Ja. Okay. Weiter mit Mission Weihnachtsbaum. Vielleicht, wenn du einen Weihnachtsbaum platzierst, vielleicht platzieren sie es dann da drunter. Jetzt liegt da hinten schon wieder eins. Gott damit, ich bin intrigued, das zu holen. Wie viel kostet es mich, um einen Weihnachtsbaum zu bauen? Fixmas. Ich hab alles, jawohl. Hier. Hier ist so eine schöne leere Stelle. Kann ich mit dir was machen? Oder ist das jetzt einfach ein Baum? Hier waren Geschenke! Geschenke! Oh Gott, dieses Spiel macht mich fertig. Ich sag's euch eins, das bringt mich gerade so komplett aus meinem Konzept, aus meinem kompletten Tageskonzept. Das ist richtig schlimm. Vielleicht zurück zum Thema. Wo war ich? Ah ja, warte, ich wollte Kupfer holen. Ich wollte Kupfer holen. Da oben liegen schon wieder welche, das gibt's doch gar nicht. So. Kevin allein daheim und so. Nee, warte, ich nehme sie rüber. Und ein paar von den Platten, dann können wir nicht das da... Vielleicht kann ich dann diese großen Biester mal besiegen, das wäre richtig schön, warte mal. Ja, hier habe ich 100 Stück drin. Nice. Gimme my hands in the midnight. Spieler verbessert. The Xeno Basher is a direct upgrade from the Xeno Zapper. In the words of the engineer that first developed this tool, quote, the zapper kind of electrocutes things, the basher straight up smacks stuff, while also electrocuting them, unquote. It is beneficial during encounters with aggressive fauna and has been tested thoroughly. The engineer's noble sacrifice for Xeno okay. Research will not be forgotten, whoever they were. Bedeutet, damit kann ich jetzt hoffentlich ein bisschen mehr Damage machen und die Feinde ein bisschen besser ausschalten. Tab. Und ich habe einen weiteren Platz frei. Das ist schön zu sehen.
Aber fehlt noch Kupferkabel. I need Kupferkabel. Falsche Ecke. Du bräuchtest vielleicht mal auch ein Upgrade. My friend, you need an upgrade. Alter, hier sind überall Geschenke, Mensch. Falsche Richtung. Really? Ich kann mir auch kein Draht machen, weil ich habe kein Kupfer mit. Gibt's jetzt hier eigentlich auch was drin? Das wäre jetzt ganz spannend. Fundament, Wände? Ja, ich habe mir letztes Mal Wände für... Achso, für Förderbänder. Hier gibt es Stahlrahmenfenster und Fensterwände. Ups. Architektur. Hier kann ich dann halt bestimmte Sachen einfach nachkaufen, wenn mir was fehlt. Ich muss mich gerade echt zurückhalten, einfach diese blöden Dinge einzusammeln, ne? Das ist ganz, ganz schlimm. Hier kommen überall Geschenke runter, das ist nicht gut. Ah, da ist er. Moinsen. Er ist wieder da. Heieieiei. Ah, dann holen wir uns auch unseren Zapper. Unseren Basher, nicht den Zapper, den Basher. Gut. Müsste ich ja den jetzt hier im Inventar haben. Dann tun wir dich ins Inventar, dich ganz hinten ins Inventar und dich hier hin. Warte, Schotten. Ich glaube, den probieren wir beim nächsten Mal aus. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Weihnachten hat offiziell hier begonnen. Bedeutet, wir werden jede Folge 7 Türchen öffnen können, weil wir im 7-Wochen- oder 7-Tage-Takt oder einen Wochentakt neu aufnehmen. Wird sich wahrscheinlich jetzt in der Woche nicht ausgehen, weil ich diesmal ein bisschen anders aufnehme. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann.